Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Wieder mal in zwar Outlast, aber nicht mit dem Grundspiel, was wir schon mal hatten. Das haben wir ja schon ausgiebig durchgespielt gehabt. Wir haben es erfahren, was so passiert. Ich weiß nicht, weil dann guckt euch am besten die Playlist an. Und ich bin ein bisschen nervös davon, weil ich weiß, was. Ich weiß nicht genau, was mir passiert. Ich weiß, worum es geht. Ich weiß, dass der DLC, den wir spielen, das ist übrigens hier, das ist ja schon ein Whistleblower. Das ist das, was wir auch spielen werden, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob es uns in irgendeiner Art und Weise behindern wird, dass wir es jetzt tun werden und so. Also im Groben und Ganzen werden wir mal auf Whistleblower kriegen. Ich könnte auf. Ja, nein, nee, das bringt alles nichts. Wir spielen auf normal. Wir sind da ein bisschen babyhaft jetzt. Und machen das auf normal. Müssen wir jetzt durch, also durch, wenn wir vorspielen wollen. Nach wie ich diesen Ladebildschirm vermisst habe. Naja, nicht wirklich, aber. Bis zum Henker. Open those eyes. You don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Andrew, you getting these alerts? Kind of busy here. Sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. Any Hope? Shit. They're not happy about it? No. Shit. Shit, shit, shit. Come on. Zwei Stunden vorher. Ich kenne mich nicht, ich muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war vor 2 Wochen lang als Softwareberater für Einrichtungen von Murkoff Psychiatry Systems von Mammoth Massive tätig. Na, wie schön schnell ich tippen kann, wa? Ja. Erstaunt, ne? So, Mountain tätig. Ich breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehen Sie nicht? Glaube nicht mal die Hälfte von der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fragen etwas von Traumtherapie, die tief geht und etwas, dass etwas gefunden hätten, als sie auf dem Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Was zum Teufel tun sie da? Auch nix. Speichert. Alles klar. Hallo. Park? They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. Ja, also, ne? Wollen wir was machen noch hier? Kaffee trinken oder so? Mir kraust es ein bisschen davor, ne? Hallo. Erkennt ihr diesen Berg wieder? Als wir letzten beim anderen Outlast waren, ne, im normalen Phase waren, da sind wir hier auch durchgekommen. You're Wayland Park, aren't you? Why weren't you answering the page?
Natürlich. Hallo. Gott, siehst du aus, Junge. Block C. Mal hier durch? Hallo. Christ, Waylon, hurry up, they're waiting on you. Komm ja schon. They're cutting it close. Next patient incoming in arterial spin still dark. I need you at the front terminal. They've got Gluskin out of the cell. Page him again. We need this Park guy in here now. Tell him he's got 15 seconds to keep his job. Park, finally. Where have you been? Functional imaging in faces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I can call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is going to have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Happy, Mr. Park? Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Waylon Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. Calm yourself. This is a high security... It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. It will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4. 3. Arterial spin labeling is back online. Good thing. Positioning imaging plane. You're finished, Mr. Waylon Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Ja. Also ganz ehrlich, Freunde, wenn ich jetzt... Oh, warte. You're done here, Mr. Park. Thank you and goodbye. You need to exit the room, sir. On the floor, one foot in front of the other until you're back in your hole. Mir ist es ins Büro gehen lieber, ehrlich gesagt. Das mache ich auch ganz lieber, als dass ich jetzt irgendwo... Oh Mann. So. Mach die Tür wieder zu, wir sind ja anständig, ne? So. Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Down! Hands where I can see him! Ich hab die Tür zugemacht, wo kommt ihr denn her? Mr. Waylon Park, Consulting Contract 8208. Software Engineer with a Level 3 Security Clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle.
dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Waylon Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Waylon. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Whistleblower. Ja, Freunde, das war der Prolog bisher. Ich fasse gleich noch zusammen, worum es, was es genau passiert ist. Aber, okay, die ersten Bilder, die sie mir jetzt schon mal zeigen, Firma Murkoff ist dann doch nur ein bisschen was anderes, als wir eigentlich anfangs dachten. Also wir haben es in den ersten Abteil schon gekriegt. Oh. Okay. Ich habe beschlossen, ich lasse euch selbst lesen lassen, durch dieses Vorlesen mit meiner blöden Leseweise. Wenn es gewünscht wird, dann schreibt es mir in den Kommentaren oder sonst so. Moment. Tschüss. Ich hasse es, wenn der Warbler kommt. Ich hasse es. Oh, Alter. Thank you.
Aber ich weiß gar nicht, wie heißt das umgeschaltet gehabt, aber ich auch nicht mehr, wa? Oh fuck, ey. Wir stecken jetzt mal hier auf dem Klo und bleiben jetzt eine Runde hier. Und das machen wir deswegen, weil ich sage... Hui, wir sehen uns in der nächsten Folge, im nächsten Let's Play zu Outlast Whistleblower. Bis dahin. Ciao.